Hallo, ihr Quirlinge. Die namenlose Seele ist im Desert of Nar und da ist sie nicht mehr lange, denn das hier ist der Tempel. Das letzte Rätselgebiet. Was war denn das? Jetzt hat sie die Tür nicht aufgemacht. Okay, es ist mysteriös. Ein Grund mehr, hier zu verschwinden. Ich habe mal geschaut, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe an Errungenschaften oder versteckten Sachen. Nein, habe ich angeblich nicht. Und das beunruhigt mich ein bisschen, denn ich habe noch ganz viele Spielerrungenschaften mir nicht geholt und bin ja schon ziemlich weit insgesamt. Naja, kann ich nicht ändern. Hier ist das nächste Zettelchen von Prinz Sarit. An awful realization hit that I could not out loud admit. I saw truth in the prophecy. I united them in hate for me. Tja, übersetzen. Ihm wurde plötzlich hässlich klar, etwas, das er nicht laut zugeben konnte. Und er sah die Wahrheit in der Prophezeiung, in diesem Spruch von dem Propheten. Nämlich, ja, er hatte alle Völker vereint, alle Menschen vereint, im Hass gegen sich. Was war denn das für ein Schatten hier? Ach, die ollen Palmwedel da hinten, die haben mir voll den Schatten auf das Papier draufgehauen. Oder du? Oder du? Ganz schön windig hier drin, oder? Und ich habe keine Musik mehr. Oh, was ist denn das da für eine Ecke? Ah, okay, nix. Das war also der Tempel von dieser Königin und dann... Wo kommt eigentlich das Wasser her? Oh. Das war sein Thron. Der sackt zusammen, um mir einen Weg frei zu machen. Da hinten sehe ich das nächste Papyrus und da hinten ist dann bestimmt auch der Ausgang, weil ich habe hier alles. Hier Wind. Sarit in der Schlacht. Ja, Wind war das Thema hier dieser Welt oder das neue Element vielmehr. Ach, das Wasser kommt von hier oben, von diesen Galerien. Wie auch immer es da hinkommt. Das Kätzchen. Ach, hier ist noch was. Na? Sometimes we must forget what we want to remember what the truly, nein, what is truly important. Manchmal müssen wir vergessen, was wir wollen, um uns daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Keine Ahnung, ob dieser Spruch, dieser Rat, dieser Tipp, dieser Sinnspruch dem Prinzen Sarit geholfen hätte seinerzeit. Ich sehe da nichts. Hinterm Hund. Oder es ist wahrscheinlich eher ein Schakal. Ah, nix. Nimm mal Platz, Seelchen. Das hast du dir mittlerweile verdient. Ach komm, das hätte doch jetzt auch irgendwie eine Errungenschaft geben können. Aber man kommt ja gar nicht hoch. Schade. Okay. Nichts, nichts, nichts. Er hatte einen goldenen Thron. Der Sack. Hier. Das nächste Papier. A king reduced to such as this. I must have lived a life remiss, sought not but power in my greed, and watched my country howl and bleed. Ein König, der auf das reduziert ist, also ein Hassobjekt seines Volkes zu sein, so ist meine Interpretation, ja, muss nicht stimmen. Also ein König, der darauf reduziert ist, ein Hassobjekt seines Volkes zu sein, hat sein Leben ja, vergeben, verschwendet. Sought not but power in my greed. Keine Ahnung. And watch my country whole and bleed. Ja, also hat halt nur nach dem, nur nach weiterer Macht getrachtet, während sein Land litt und blutete. Und was er halt hingenommen hat, das war halt der, upsala, der Preis für seine Eroberungszüge, ja, das eigene Volk. Ganz viele Opfer,
ganz viele zerrissene Familien, ganz viel Elend. Dafür, dass er auf irgendeinem Thron sitzen kann und ein großes Reich hat. Super. Even Monsters have hearts. Sogar Monster haben Herzen. Damit ist wohl Sarit gemeint. Du bist Sarit. Oh ja, weil Sixpack sitzt. Er deutet in die Ferne. Da ist das letzte Becken. Der letzte Text, vermutlich auch die letzte Rune. Und dann ist hier wohl der Ausgang aus dem Desert of Nar. Genau, da hinten ist er. Oh, das hat mir gut gefallen eigentlich. The weight of my guilt held me down. More than ever had my crown. Through force of will, I took my knife and ended this. My wretched life. Aha. Also, er erkannte eine große Schuld, die wog schwerer als jemals seine Krone schwer wog. Und aus purer Willenskraft nahm er dann ein Messer und ja, Selbstmord. Ganz einfach. Und das erklärt auch, warum er tot ist, weil als Prinz ist er ja eigentlich noch nicht so wahnsinnig alt. Wobei. Letzte Rune. Wobei, heutzutage heißen ja auch, wie ist es in England? Die Königin ist die Queen und ihr Gemahl ist ja auch nur Prinz. Und der ist ja auch schon irgendwie weit über 90. So, das hier ist sein Säbel. Erprobt in vielen Schlachten. Und ich habe wieder nichts gefunden, was irgendwie noch eine Errungenschaft wert wäre. Also ich bekomme jetzt natürlich eine dafür, dass ich jetzt alle Runen... Nee, dass ich alle Dinger hier gefunden habe, alle Papyri. Aber ansonsten habe ich hier nichts Besonderes entdeckt. Und hier gibt es ganz viel Wasser. Mitten in der Wüste. Und es wächst hier nichts. Das Wasser muss sehr, sehr salzig sein. Hm. Bye, bye, Desert of Nar. Es geht zurück nach Zenet. Da ist er, Desert Poet. Das ist die Errungenschaft von wegen alle Papyri gelesen. So, hier kommt jetzt die Plakette von Prinz Sarit. Das ist der Falke oder... Ja. Ich nenne es mal Falke. Komm her. Was hat jetzt der Guardian zu erzählen? Blup. Da kommt jetzt ein orangener Stein dazu, nehme ich an. Prinz Sarit, da ist er nochmal. Orange, wie ich das da wieder messerscharf geschlossen habe. Und jetzt? Guardian, kommst du nochmal? Achso, jetzt muss ich wieder hier hin, richtig, so war das. You made it back, old friend. A journey is not a journey if there is no growth. Now you have more than proven yourself ready for the final key, which will unlock the door to setting all of us free. Oh, das ist überraschend. Ein Schlüssel, wofür mag der sein? Für die Tür da hinten? Aber ich dachte, die geht auf, wenn man alle Runen hat. Und mir fehlen doch noch welche, oder? Sonst hätte ich die Errungenschaft bekommen müssen, dass ich alle Runen hatte. Erstmal hier Prinz Sarit nochmal angucken. Was ist das da für ein komisches Ding, auf dem du stehst? Seine Wunderlampe, richtig? Das Zepter, genau. Und die Krone. Und dieser komische Falke, ja. Habe ich alles gefunden. So war das. Und hier? Finde ich ein sonnenartiges
Juwelenbesetztes Ding. Geht das hier irgendwo hin? Es fehlen mir noch zwei Runen. Genau, weil 4 mal 6 ist 24 und nicht 26. Und das hier geht erst auf, wenn ich die letzten Runen habe. Oh, ich glaube, ganz am Anfang habe ich mal irgendwo was gesehen, wo ich das benutzen muss. Aber wo war denn das? Oh, jemine. Also hier vor den Toren kann es nicht sein, weil da komme ich ja immer nur dahin zurück. Wo ich, diese einzelnen Territorien. Also, alles rund um die Stargates hat Bezug auf die einzelnen Territorien. Was mache ich mit diesem Teil? Ach, war das ganz am Anfang in diesem weißen Zimmer? In diesem großen weißen Raum? Habe ich das da gebraucht? Da war irgend so ein Teil, das stimmt. Hallo? Komme ich da zurück überhaupt? Ja, komme ich. Ah, sieh an. Sieh an. Klack. Oh, Key to the End. Das ist die nächste Errungenschaft. Schön. Das Spiel kann aber noch nicht zu Ende sein, weil ich noch zwei Runen finden muss. Und ich hatte in jedem dieser Gebiete hatte ich alle Runen gefunden. Ja, es war ja eingeblendet. Das heißt, das hier ist jetzt was genau? Ist die Himmelstür oder was? Hier beamt es mich nach oben. Da unten ist irgendwas. Eine felsige, bergige Landschaft. Na gut. Aha, noch ein Gebiet. Das sind die ganzen Stimmen von den vier Seelen, die ich hier gerettet habe. Wo bin ich hier? Hier gibt es noch einen Rätselparcours, mindestens einen. Oh, schaut mal, ist das nicht schick? Wow, was ist das da? The Steps of Akasha. Ah, okay. The Steps of Akasha. Oh, zum Glück hört das Geflüster auf. Das ging mir langsam auf den Zeiger. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, Moment mal. Ah, also doch. Da sind die drei, nein, die vier Steine. Und da ist eine große Blase. Gib mir einen Tipp. Soon the cycle must end. Bald endet der Kreislauf. Da geht's nochmal irgendwo hin. Das sieht aus wie der Pool, in dem der Guardian war. Was soll ich denn hier machen? Oh, da oben. Schaut euch das an. Aber es ist total schick, oder? Man stellt sich vor, man würde das wirklich in Virtual Reality spielen. Dann sind diese ganzen Glühwürmchen um einen herum. Und hier dieser leuchtende See mit diesen Kristallen. Jetzt muss ich nur eine Ahnung entwickeln, was ich hier tun soll. Das hier ist ein Tag-Nacht-Schalter. Der ist aber deaktiviert. Da ist ein Knopf. Ja, der dreht bestimmt das Ding, was nur bei Tag geht. Also muss ich Tag machen, also muss ich den Tag-Nacht-Schalter aktivieren. Aber wie?
Geh mal hier rein, was ist denn das für ein Ding? Naja, das will mich nicht. Mit dir kann ich auch nichts machen, mit dir Stein. Also. Ja, das tut erwartungsgemäß gar nichts. Was ist hier? Hier geht's ein Stück weiter. Es scheint jetzt hier weder Tag noch Nacht zu sein, oder? Wobei, es ist offensichtlich Nacht, aber... Na gut, es ist halt Nacht, aber der Schalter ist irgendwie deaktiviert. Hüpf. Was ist das hier für ein Ort? Die Stufen von Akasha. Wer ist denn Akasha? Oder was ist Akasha? Aber es ist echt super schick, oder? Sag doch mal. Da oben diese Brücke. Hihi. Und diese Brücke kann ich bestimmt auch gehen. Mal schauen. Also ich kann hier rüber. Ach, hier ist irgendwas. Dieses Ding. Was ist denn das? Es scheint auch nicht aktiv zu sein. Schildkröte. Wieso denn Schildkröte? Ich habe doch den Tiger gewählt am Anfang. Was sagst denn du mir? All is one. One is all. Alles ist eins. Eins ist alles. Mhm. Einer für alle und so weiter. Aha, jetzt habe ich den Tag-Nacht-Schalter aktiviert. Der Tag-Nacht-Schalter ist ein bisschen violett, das stimmt. Vielleicht ist Violett einfach die Farbe der Schildkröte. Ich wüsste sonst nicht, was die Schildkröte mit Tag und Nacht zu tun hat. In besonderem Maße. Gut. Also dann weiß ich jetzt, dass ich da runterhüpfen kann. Habe einen Tag- und Nachtschalter. Jetzt muss ich es auf Tag umschalten. Und dann kann ich die eine Brücke auch drehen. So sieht es hier bei Tag aus. Auch nicht schlecht. Aber Nacht ist irgendwie beeindruckender. Jetzt dreht sich hier der fliegende Sonnenponton. Hüpf. Aha, Wind. Ein Windfahrstuhl. Und da geht's hoch zu einem Rätselparcours. Zack. Das hat geklappt im ersten Versuch. Das Ding strahlt hierhin, aktiviert damit den Tag- und Nachtschalter, strahlt aber gleichzeitig nach oben. Seltsam. Lives you have lived, tied together by the strings of time. Nein, by the strings of time. Leben, die du gelebt hast, also mehrere Leben, die du gelebt hast, sind zusammengebunden durch die... Durch die Seile, durch die Stränge des Lebens. Ne, die Stränge der Zeit, so rum. Was ist das da für ein Ding und warum fliegt es? Aber das frage ich mich bei den Pontons ja auch nicht, warum sie fliegen. Ein langes Brückchen und es geht weiter nach oben. Da muss ich hin. Zack, Tag- und Nachtschalter. Hier ist die nächste Schildkröte. Es strahlt das Ding auch irgendwo hin und macht was. Ich will aber erstmal gucken, was hier ohne das Ding ist. Also ohne diesen neuen Schalter. Snow falls, water freezes, the first test awaits. Schnee fällt, Wasser gefriert, der erste Test, die erste Aufgabe wartet. Die erste Prüfung vielleicht. Die erste Prüfung hat wohl was zu tun mit Frost. Komische Ziegen oder sowas ähnliches. Hier muss ich drehen. Aber wie? Bei dem Schalter. So. Und dann muss ich es auf Nacht drehen und... Wo will ich eigentlich hin?
Es muss so und so gehen. Also es muss sich einmal im also 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Oder 270 gegen Uhrzeigersinn. Also nachts. Ich weiß, dass da dieser Knopf ist. Ich drücke ihn absichtlich noch nicht. Was soll ich hier? Wo ist die Prüfung? Bisher ist der Parcours hier mega easy. Ach, da ist das nächste Ding. Das muss auch aktiviert werden und macht dann irgendwas. Ich habe wieder Tag und Nacht. Und hier muss es gefrieren, sonst kriege ich diese Blöcke nirgendwo hin. Na, verstehe, so langsam. Das hier muss ich einmal gegen Uhrzeigersinn oder dreimal im Uhrzeigersinn drehen. Aber wo ist der zugehörige Knopf? Hier dahinter. Tatsächlich. Einmal gegen Uhrzeigersinn drehen, habe ich gesagt, ja? Also bei Frost kommt man hier gar nicht rein. Hier ist wieder so ein Ding. Und hier geht's nicht weiter. Hier muss ich einen Block hinschieben, damit ich da drüber kann. Das ist die Aufgabe. Und jetzt brauche ich Frost. Ich habe aber keinen Frostschalter gesehen. Das heißt, jetzt kommen bestimmt irgendwie diese Knöpfe ins Spiel. Was macht denn? Ah, toll, habe ich das gemacht, richtig? Ach Mensch. Scheiße. Oh, danke. Wo bin ich jetzt? Orientierung. Ich wollte... Wieso ist denn das jetzt... Aber so habe ich das garantiert nicht... Ach so. Der dusselige Schalter da hinten. Der da. Der dreht auch den anderen. Oh, das ist doch nicht mein Ernst. Nochmal. Diese Stelle. Ich will jetzt durch den Wasserfall. Und ich muss dreimal auf den Knopf drücken. Dann müsste ich hier vorn zurückkommen. Wo war das? Hier, richtig. Okay. Es ist nicht schwer, es ist nicht schwer, es ist nicht schwer. So, jetzt kommst du hier ins Spiel. Was machst du? Du bist... Ach, das ist die Schildkröte. War hier vor nicht ein anderes Tier? Ich könnte ja schwören, dass hier ein anderes Tier vorhin dran war. Dass ich hier drücken konnte. Oder liegt das jetzt an Tag und Nacht? Moment mal. Nö. Okay, also ich habe mal wieder Einbildungen. Ich hätte gedacht, dass hier ein anderes Tier steht. Na gut. Halt. So. Wieder Nacht machen. Und wieder zurück. Zack. Ganz umsonst hierher gelaufen nochmal. Das gibt's da gar nicht. Davon, bei dem anderen Schalter, weiß ich aber noch, dass es der Hund war. Der Hund von Mickey. Der da. Das kann ich drücken. Das leuchtet. Jetzt muss ich hier wieder einmal den Schalter drücken. Jawohl. Mal überlegen. Die Schildkröte, das war das Symbol am Itztali Point, richtig? Ich glaube ja. Am Itztali Point gab es die Tag- und Nachtschalter. Genau. Und der Hund war das Symbol am Hyaku Lake. Und am Hyaku Lake
gab es da als neues Element die Frostschalter. Deswegen, vielleicht schaltet das Ding jetzt, also macht das Ding das hier jetzt in Frostschalter. Das wäre jetzt meine Idee. Haha! Manchmal bin ich echt genial, oder? Wer von euch hätte das auch vorher gesehen? Ha? Wie viele? Sag's mir mal. Manchmal findet auch ein blinder Quereinkommen. Und mit diesem erhebenden, siegreichen Erlebnis ist dann hier auch das Video zu Ende. Und mit diesem Frost-, Eis- und Blöcke-Schieben-Parcours beschäftige ich mich dann ab dem nächsten Teil. Bis dahin.